angesprochen. Also nochmal kurzes Pressegespräch mit beiden Trainern nach unserem Regionalliga-Spiel zwischen der FCK U23 und dem 1. FC Saarbrücken. Endstand 4:1. Gestern natürlich sagst du, Gott, ja, wir haben das Spiel gesehen. Ja, ich habe es ja gerade schon mehrfach in die Kamera gesagt. Ich denke, dass wir ein eindeutiges Einstellungsproblem heute von der ersten Minute an hatten. Auch wenn wir die erste Chance haben, hätten wir uns wohl vielleicht das 1:0 machen können. Trotzdem von der Körpersprache her, sich heute zu quälen, hast du von der ersten Minute an gemerkt, dass sie das nicht wollten heute. Ja. Und dementsprechend läuft dann auch so ein Spiel. Fahre ich gegen den Ball, fahre ich mit dem Ball und mehr als verdienter Sieg für Kaiserslautern. Wir haben uns das mit Sicherheit heute anders vorgestellt. Im ersten Spiel, nachdem wir nach oben keine Chancen mehr haben. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich so ein Gesicht meiner Mannschaft noch nie wahrgenommen habe und das auch neu ist für mich. Und kann da nur sagen, dass die Mannschaft jetzt auch morgen bei mir ein neues Gesicht kennenlernen wird, dass sie so unheimlich kann. Wenn heute nicht bereit ist, an seine Grenzen zu gehen, dann müssen wir mal gucken, ob wir das morgen machen. Dass wir dann mit 10 Mal Training haben und dann schauen wir mal. Markus ist irgendwie, Markus Wendler auf die Schulter gefallen und es kann sein, dass die Schulter mal kurz raus war. Ich glaube, mittlerweile sollte auch dafür gesorgt werden, dass er mal ins Krankenhaus geht und das zu kontrollieren. Passt halt in so einen Tag rein. Es war während der Woche schon zu sehen, dass immer wieder leichte Blessuren in den Trainingsformen waren. Die hole ich mir aber immer nur dann, wenn ich nicht die nötige Spannung habe. Ja. Und genauso kommen solche Dinge dann auch zustande und genauso sind wir heute aufgetreten. Dementsprechend ist das nur das Resultat dessen, was ich während der ganzen Woche schon abgeschaut habe. Das ist ja so, der Gegner, der nächste Gegner, die Spieler gegen Abstieg, das heißt, man muss auch sehen, dass die Mannschaften da nicht so hoch werden. Also zum einen haben wir nächste Woche mit Sicherheit mindestens mal 3 Spieler mehr wieder, die uns zur Verfügung stehen. Und zum anderen verspreche ich euch gerne, dass wir nicht nochmal so oft reden, wie wir das heute machen. Zumindest was die Einstellung haben. Dass da Fußballer euch immer mal wieder Abstriche zu machen sind, das ist klein. Also, so treten wir nicht mehr um.